Benedikt, du hast ja gerade die Session zum Thema Working at Lloyd gemacht. Worum ging es dir? Was war dir wichtig? Ich durfte die Session zum Thema Working Out Loud machen und habe mich erstmal gefreut, dass ein so großer Andrang hier war. Und noch dazu hat mich auch sehr gefreut, und das war eigentlich auch, was ich erreichen wollte, ich wollte es verbreiten. Ich will diese Methode verbreiten, weil ich der Überzeugung bin, es ist der beste Weg, der mir zumindest bisher bekannt ist, mit dem man Vernetzung zwischen Menschen fördern kann. Ja. Was glaubst du, warum so viele Menschen in deinem Workshop waren? Tja, das ist auch eine gute Frage. Ich habe ja am Anfang gefragt, wie viele kennen schon Working Out Loud, und das waren schätzungsweise 10-20%. Und die anderen haben nie was von Working Out Loud gehört, aber wahrscheinlich das Schlagwort Vernetzung fördern hat in der Session-Vorstellung gereicht, dass die Menschen gemerkt haben, aha, das ist eins von den Themen, was wir erreichen wollen. Und wenn Working Out Loud von jemandem vorgestellt wird, der sagt, das ist eine gute Methode, dann haben sich offenbar viele bewegt gefühlt, sich das anzuhören. Was wäre dein Wunsch an die Teilnehmer, wenn sie jetzt rausgehen draußen? Ich habe ja ein kleines Schlaglicht abgefragt, und da kamen Antworten wie, so schnell geht Vernetzung und so schnell baut man Vertrauen auf, und damit habe ich eigentlich mein Ziel erreicht. Die Menschen haben gemerkt, wie gut es funktioniert. Sie haben ja eine Aufgabe aus den Working Out Loud Guides jetzt in Fünfergruppen ausprobiert und haben offenbar gemerkt, dass diese Guides gute Impulse geben, die zu Vernetzung beitragen. Was war die Frage? Was sollen Sie mitnehmen? Genau. Entschuldige. Genau. Was sollen Sie mitnehmen? Genau das. Sie sollen mitnehmen, und ich hoffe natürlich, dass Sie es in Ihre Unternehmen, in Ihr Umfeld weitertragen und vielleicht Working Out Loud Circles, zum Beispiel mit dem Hashtag, den ich vorgeschlagen habe, Wall with Me, einfach Circles gründen. Da wünsche ich dir viel Erfolg, und ich glaube, mit der Begeisterung für das Thema wirst du die Leute erreichen. Freut mich sehr, Antje, danke. Also ich fand Working Out Loud, ich habe es als super Methode empfunden. Ich hatte das bisher noch nie gemacht, und ich habe es auch vorhin schon erzählt, wir haben 2 Tage schon beim Hackathon miteinander gearbeitet und kannten uns bis dato nicht, und jetzt innerhalb von 5 Minuten haben wir eigentlich gemerkt, dass wir sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten haben, und das ist emotional auch einfach nochmal ein anderer Zugang. Das tut richtig gut, das werden wir übernehmen. Ja, meine Empfindung dazu ist, dass es wirklich ein tolles Format ist, sehr schnell einen persönlichen Kontakt zu haben und auch jedem Einzelnen die Möglichkeit zu geben, sichtbar zu sein. Also ich glaube, dass das eine gute Größe, Gruppengröße ist und ein schönes Zusammenkommen. Ja, ich glaube, passt bei mir genauso. Also ich habe viel gelesen über Working Out Loud und habe immer gedacht, ob das umsetzbar ist, funktioniert das mit unseren Mitarbeitern. Aber jetzt so die erste Erfahrung war, wie du schon gesagt hast, war cool. Und ich glaube, es ist auf jeden Fall was, was man in die Praxis umsetzen kann und wo ich Spaß dran hätte. Also ich habe es auch schon gelesen, Working Out Loud, aber ich konnte mir nur nichts drunter vorstellen und fand es jetzt echt spannend, das auch mal so mitzuerleben, auch wenn wir jetzt in der Zeit nicht durchgekommen sind, aber man hat gemerkt, wie schnell das doch persönlich ist oder wird und man auch so eine Nähe aufbaut, und gerade so zur Verbindung zu E-Learning oder digitalen Medien finde ich das super und fände es jetzt spannend, ob man sowas dann eben auch vielleicht virtuell, also mit Online-Medien durchführen kann. Ja, für mich war das völlig neu. Heute Morgen habe ich nur gedacht, interessant, gehst du mal hin zu der Session, und muss sagen, ich bin zumindest motiviert, mich mehr damit auseinanderzusetzen, aber kann auch nicht so wirklich sagen, ob ich es persönlich auch umsetzen würde.